Hallo und herzlich willkommen zu einem Video meinerseits in Sachen Composing. Mein Name ist Matthias Schweighofer, ich bin Photoshop Artist aus Österreich und ich arbeite sehr häufig gerade im Bereich Composings und Bildcollagen. Und wie ihr euch vorstellen könnt, benötige ich gerade für diese Art von Bildmontagen sehr, sehr viele Stockfotos. Jetzt möchte ich heute mit euch ein Composing durchmachen, das ungefähr in diesem Stil ist, wie ihr hier gerade seht. Wir befinden uns gerade auf meiner Homepage und ich bin hier im Bereich Portfolio eben Composings drinnen. Und so gut wie jedes Bild braucht zusätzliche Stockfotos, die ich eben einbaue. Warum fotografiere ich diese Stockfotos nicht selbst? Nun, von einer Tiroler Berghütte aus ist es manchmal sehr schwierig, zum Beispiel Krakenarme zu bekommen oder unter Umständen eine Landschaft, die eben weit entfernt ist und einfach nicht bereisbar ist von meiner Seite aus. Deswegen ist es kostengünstiger und meistens auch viel, viel schneller, wenn man eben mit gutem Stockmaterial arbeitet. Ich bekomme meine Stockfotos von der Seite Fotolia. Ich habe mir dort einen Account angelegt und die Seite Fotolia wird heute ein großer Teil meines Beitrags hier sein, weil ich dieses Bild, das ich mit euch zusammen komposen möchte, eben nur mit Bildern von Fotolia hier eben nutze. Das heißt, lehnt euch zurück oder macht gleich mit. Wenn ihr mitmachen wollt, ihr kriegt dann auch die Bilddaten von mir bzw. die Nummern, wo ihr diese Bilder bei Fotolia findet und dann könnt ihr Step by Step dieses Komplett-Tutorial mit mir eben nachbauen, nachvollziehen und vor allem nachlernen. Weil in Photoshop ist es einfach so, man muss jeden Tag üben, um jeden Tag was lernen zu können und um jeden Tag noch ein bisschen besser zu werden. Okay, gehen wir zurück auf meine Seite. In meiner Seite gibt es einen Bereich, der eben Downloads heißt, beziehungsweise meistens ist es auch der oberste Button hier. Und hier gibt es ein Tutorial, ein über 2 Stunden langes Tutorial, das sich Fast and Furious Photoshop of High Speed nennt. Und um diese Schnecke, die wir hier zeigen, die das Titelbild hier ziert, ja, um die geht es heute. Das ist eine Stockfoto-Fotolia-Schnecke, wenn wir es so nennen wollen. Ja, die kleine Speedy 25, wie ich sie genannt habe, die ziert eben diesen Download hier. Um was geht es in einem Download? Man zeigt einfach, wie man sehr schnell in Photoshop arbeiten kann, wie man sehr schnell zu verdammt guten Ergebnissen kommt. Auch hierbei wiederum kleine Composing-Sachen, sehr viel RAW-Retusche, Schwarz-Weiß-Konvertierungen und äußerst viele Farblooks, Farbstimmungen. Das heißt, mit diesem Tutorial werdet ihr sehr schnell in Photoshop und könnt eure Bilder perfekt optimieren und für Kunden einfach schneller arbeiten, dass im Schluss dann mächtig Zeit überbleibt oder vielleicht sogar ein bisschen mehr Geld. Gut, diese Schnecke, Speedy, die wird in diesem Tutorial nicht gezeigt, die wird aber heute hier in diesem Video gezeigt. Hier haben wir sie nochmal in einer sehr kleinen Auflösung, deswegen pixelt sie hier ein bisschen auf. Aber wir werden sie jetzt mit unseren Stockfotos in hoher Auflösung eben vorbereiten und ausarbeiten. Und was habe ich mir dazu rausgeholt? Ich habe mir einerseits mal einen Helm rausgesucht, der ist hier unten. Genau, eine Uhr. Die ist übrigens ein 3D-Rendering, das heißt, ich baue genauso auch nicht reale Sachen wie eben diese 3D-Renderings in meine Bilder ein, versuche sie zu optimieren, sodass sie wirklich real aussehen. Dann haben wir einmal diesen Herrn hier, der beim Autofliegen, glaube ich, ist oder so. Mir ging es da aber eher um diese Teile hier, ja, um diese Raketen. Ich benötigte einen Gürtel, einen, ja, ist das ein Fuchsschwanz? Auf jeden Fall so ein Schwanz halt, den die Manta-Fahrer hinten auf ihre Antenne immer drauf haben, ja. Und natürlich unsere Speedy, die in unserem Fall jetzt noch nicht wie eine Speedy aussieht, aber zumindest mal eine solide Schnecke ist mit gutem Schneckenhaus und perfekt schon freigestellt. Um das geht es mir nämlich, gerade bei solchen Bildern, achtet mal hier auf die Bilder am linken Bildrand. All diese Bilder oder so gut wie all diese Bilder sind schon vor Weiß fotografiert, sind demnach schon verdammt gut zum Freistellen geeignet und vor allem sehr schnell zum Verarbeiten. Und um das geht es mir. Ich brauche so einen Helm nicht als Foto, wo jemand den Helm aufhat und womöglich irgendwo am Motorrad sitzt mit Hintergrund. Nein, ich brauche diese Bilder einfach 1:1, nur dieses Objekt. Und genau das bekomme ich bei Fotolia. Und dann gehen wir jetzt mal ganz kurz auf die Seite von Fotolia. Wie gesagt, ich habe mich eingeloggt. Das müsst ihr bitte auch machen. Einfach einen Account anlegen und dann habt ihr schon die Möglichkeit, hier die Keywords einzugeben. Und bei den Keywords ist es so, ihr müsst schon wissen, nach was ihr sucht. Ja?
Klar schlägt euch Fotolia ziemlich schnell ziemlich gutes Bildmaterial vor, aber wenn ich keinen Plan habe, in welche Richtung es gehen soll, dann wird es schwierig. Ja? Dann sucht man sich natürlich dumm und dämlich, weil es gibt verdammt viel Fotos hier drauf. Und ja, wie gesagt, es sind über 51 Millionen lizenzfreie Bilder hier. Natürlich auch Vektoren und Videos sind dabei, aber im Prinzip eine unfassbare Menge an Bildmaterial. Okay, ich habe mir gesagt, ich suche eine Schnecke. Und man kann natürlich auf Deutsch oder auch auf Englisch suchen, je nachdem, wie die Künstler, die die Bilder online gestellt haben, ihre Bilder verschlagwortet haben, findet ihr natürlich auch diese Bilder. Und hier sehen wir schon, ja, eine Speedy ist schon hier, hier ist auch eine Speedy, beziehungsweise diese Schnecken. Und ich habe es vorher schon ganz kurz erwähnt, so eine Schnecke hier auf diesem Bild kann ich für meine Art von Composing nicht benötigen. Oder diese hier. Ich brauche definitiv ein Bild von einer freigestellten Schnecke. Und es gibt Künstler, die auf Fotolia eben diese Bilder online gestellt haben. Und wenn wir hier mal reinklicken, bekommen wir das Bild mal in der Großansicht. Wir sehen auch schon, in welchem Dateiformat es zum Downloaden geht. Bei mir sieht das hier ein bisschen anders aus, weil ich eben einen Premium-Account mir erstellt habe. Ich kann das Bild in maximaler Downloadgröße runterladen. Wenn ihr das macht, seht ihr noch verschiedene Arten von Größen, die ihr haben könnt. Und ja, so sieht es halt mal bei mir aus. Bei euch sieht es ein bisschen anders aus. Dann sieht man unten noch vergleichbare Bilder, beziehungsweise es gibt auch ähnliche Dateien zu finden. Was ist der Unterschied? Diese gleichen Bilder aus der gleichen Serie sind von diesem Künstler auch. Das heißt, ich kann hier draufklicken und sagen, okay, ich habe zwar diese Schnecke cool gefunden, möchte aber nur schauen, gibt es vielleicht noch andere? Und ja, der Künstler hat uns noch vier weitere, oder insgesamt sind es vier weitere Schnecken hier zur Verfügung gestellt. Alle mit einem leichten Schatten hier am Boden. Das heißt, wir haben hier noch so einen kleinen Randschatten bzw. einen größeren Schatten drinnen. Aber an und für sich sind sie vor Weiß und somit perfekt für mich zum Freistellen gedacht. So, gehen wir nochmal zurück zu unserer Bidi. Was wäre, wenn ich auf ähnliche Dateien klicke? Nun, dann bekomme ich eben vergleichbare Dateien und man sieht, aha, es gab nicht nur diesen Künstler, der Schnecken fotografiert hat, sondern es gab auch einen Künstler oder mehrere Künstler, die eben genau nach dem gleichen Prinzip gearbeitet haben. Entweder komplett freigestellt, wie diese hier, oder wiederum mit einem leichten Schattenwurf. Das heißt, seid euch da sicher, wenn es Bilder gibt, gibt es meistens auch noch andere Bilder dazu. Oder zum Beispiel auch Videos. Hier sieht man ein Bild mit einem Video, das ist 26 Sekunden lang. Das heißt, nicht nur Bildcomposer, sondern eben auch Videoschnittmeister haben hier perfektes Bildmaterial zur Verfügung und können hier sehr günstig und einfach einkaufen. Wenn ich mir sicher bin, in welcher Größe ich mein Bild haben möchte, dann lade ich es mir auch runter. Einfach hier auf Download gehen und die Datei wird downgeloadet. Das habe ich mit all diesen Bildern hier gemacht und ich werde diese Bilder jetzt auch einfach mal alle in Photoshop öffnen, die ich anfangs benötige. Ja, diese sechs werden hier mal geöffnet. Öffnen mit Adobe Photoshop. Ich arbeite momentan mit einer CC15-Version. Das ist die aktuellste Version von Photoshop, die laufend abgedatet wird. Und was haben wir sonst noch? Hier ist die Speedy, der Fuchsschwanz, alles hier. Lasst uns doch mal beginnen. Übrigens, wenn ihr diese Bilder natürlich haben wollt, schaut mal ganz kurz, schaltet ganz kurz das Video auf Stopp. Ihr seht nämlich hier bei Fotolia immer in der Beschriftung diese Nummer hier. Das heißt, nehmt einfach diese Nummern, gebt ihr bei Fotolia in die Suchmaschine ein und ihr bekommt genau gleich die genau gleichen Bilder, wie ich sie eben hier nutze. Das ist sehr angenehm, vor allem ändert diese Dateien hier nie. Vielleicht braucht ihr das Bild irgendwann mal für einen Kunden wesentlich größer, dann geht einfach nochmal da drauf auf die Datei, findet sie sofort und könnt sie nochmal in XX Large zum Beispiel bestellen oder kaufen. Die Bridge wird in unserem Fall jetzt geschlossen, die benötigen wir jetzt nicht mehr. Und dann legen wir doch einfach mal los mit der Bildretusche. Dieses Tutorial möchte ich sehr schnell machen, weil es ist doch etwas aufwendiger. Das heißt, ich setze von euch eine gewisse Grundkenntnis in Photoshop voraus. Das heißt, ich erkläre zwar einiges, aber Tastenbefehle zum Beispiel oder überhaupt die Grundbegriffe von Photoshop werden in diesem Tutorial nicht erklärt. Da wäre es dann ein äußerst langes Tutorial. Das heißt, wenn ihr es noch nicht könnt, lehnt euch zurück oder schaut auf meine Seite, besorgt euch dort ein Tutorial für Einsteiger oder ihr macht 1:1 mit mir mit. Ich möchte diesen Helm mal primär freistellen. Wie geht so etwas mit dem Freistellen? Es gibt da mehrere Methoden. Ja, ich dupliziere mir mal einfach den Hintergrund mit Command J, gehe über die Auswahl und sage mal bitte mit dem Fokusbereich freistellen und schau mal, was mir der Fokusbereich hier schon für eine Freistellung gibt. Meistens ist es so, dass gerade bei weißen Flächen,
bei Objekten, die eben vor weißen Flächen gearbeitet werden, schon eine relativ gute Freistellung gemacht wird. Mit der Alt-Taste kann ich hier entweder Bereiche wegnehmen oder ohne Alt-Taste kann ich Bereiche hinzufügen. Das heißt, überall, wo jetzt noch so rote Stellen sind, fahre ich einfach einmal mit meinem Pinsel hier drüber und dann werden diese Stellen hier auch schön ausgemalt. Die Ränder hier sollten natürlich auch einigermaßen schön sein. Hier oben noch ein bisschen, gibt es sonst noch eine Stelle, wir werden sehen. Als nächstes gibt es das Kantenverbessern-Tool. Und das Kantenverbessern-Tool gibt mir eben die Möglichkeit, dass ich eben meine Kanten noch äußerst schön darstellen kann. Bitte achtet darauf, bei einem Composing gibt es niemals eine weiche Kante von 0. Das heißt, es gibt niemals eine hundertprozentige Kante. Es wird immer eine Kantenschärfe von ungefähr 0,3 bis 0,5 Pixeln hier gegeben sein. Dann bekommt ihr auch ein gutes Ergebnis. Mit dem Werkzeug hier kann ich noch einmal die Runde fahren und das Ganze noch ein bisschen verbessern. Die Kante werde ich noch ein wenig nach innen schieben. Das war zu viel. Ungefähr auf 9. Setze die Kontraste noch ein bisschen nach oben und beschließe dann somit, dass meine Auswahl somit eigentlich ganz gut ist. Hier oben haben wir noch ein paar kleine Stellen. Die können wir aber später dann in der Maske, die hier schon erstellt wird, dann nochmal ausbessern. Das Ganze wird mit OK bestätigt und mit gedrückter Alt-Taste klicke ich jetzt einfach einmal hier auf mein Augensymbol, dass ich eben nur diesen Helm hier ausgewählt habe. Und momentan sieht er ganz gut aus. Wenn ich nochmal mit gedrückter Alt-Taste in die Maske reinklicke, erkenne ich, hier oben haben wir noch leichte Fragmente eines schlechten Ausschnitts. Das kann ich jetzt in mehreren Methoden hier lösen. Entweder ich nehme mir einfach nur einen weißen Pinsel mit einer Deckkraft von 100%, einer relativ starken Kantenstärke und ich male mir hier per Hand diesen Bereich einfach schön. Oder ich gehe zum Beispiel in den Abwedler, sage bitte nur die Lichter verstärken und wedel hier diese Bereiche einfach nochmal ab. Also es gibt hier mehrere Möglichkeiten. So ein Helm sollte schon ganz schön rund sein, dass er am Schluss dann wirklich auch gut wirkt. Man könnte das mit mehreren Methoden auch machen. Natürlich wäre zum Beispiel auch die Möglichkeit hier, mit dem Zeichenstiftwerkzeug eine Rundung aufzuziehen, einmal die Runde hier zu gehen, rechte Maustaste reinzuklicken, Auswahl erstellen, die 0,3 Pixel weiche Kante, wie gehabt, muss eben da sein und dann kann ich diesen Bereich hier zum Beispiel oben nochmal sauber ausmalen. Das heißt, nehmt dort die Technik, die euch am besten liegt. In meinem Fall war es jetzt eben diese Technik. Dann kann ich mit dem Anfasswerkzeug mein Bild nehmen und ich ziehe es mir hier in meine Schnecke rein. Ja, das Bild von Fotolia wird jetzt geschlossen. Aber wenn ihr fleißig seid und Stockfotos sammelt und ihr schon ein Stockfoto freigestellt habt, warum nicht einfach sich jetzt nochmal ganz kurz in den Speichermodus begeben, diesen Helm als freigestelltes Objekt zu speichern und vielleicht in eine Gruppe mit dem noch nicht freigestellten Helm reinzugeben. Das mache ich ganz gerne, wenn ich schon mal Objekte freigestellt habe, tue ich mir die Arbeit nicht an, wenn ich das Bild noch ein zweites Mal brauche, habe alles freigestellt und das Ganze läuft wesentlich schneller. So, ich suche immer diese Schnecke, hier ist sie. Okay, warum haben wir hier noch einen leichten Rand rundherum? Nun, erinnert euch, wir haben eine leichte Kantenstärke eingestellt. 0,3 Pixel war das. Die gibt sich hier eben auch auf diese Kante. Und die bekommen wir so weg, indem wir einfach hier unseren Kübel nehmen, mit schwarzer Farbe hier reinmalen. Und sollten wir hier jetzt in der Maske keinen Strich mehr oder keine Linie mehr rund um unsere Auswahl sehen, dann haben wir auch diese störende Kante hier weg. Und man sieht, die Kante ist momentan auch schon wieder weg. Mit Command T aktiviere ich den Transformieren-Modus und kann jetzt hier meinen Helm positionieren. Währenddessen ich diese Transformierung hier habe, kann ich auch ohne weiteres die Deckkraft ein wenig reduzieren. Und gerade beim Composen ist das wichtig, wenn ich ein Hauptbild habe, wie momentan unsere Speedy, das heißt unsere Schnecke hier, benötige ich natürlich auch Referenzpunkte, wo ich meine neuen Sachen hier einbaue, wie eben zum Beispiel diesen Helm. Deswegen gehe ich hier einfach eine Deckkraft von ungefähr 70%. Die kann man später wieder zurückgeben und kann mir jetzt diesen Helm hier einpassen, wie ich ihn am liebsten hätte. So, man muss natürlich davon ausgehen, dass wenn der Helm hier aufgesetzt wird bei der Schnecke, dass der Rücken hier an dieser Stelle auch wirklich mit dem Helm schön abschließt, ja, und dass er hier vorne auch beim Kopf ja, in etwa so abschließt. Ich würde mal sagen, ich bestätige das Ganze.
ziehe die Deckkraft wieder komplett drauf und schaue mal, indem ich den Ein- und Ausschalte, ob der einigermaßen gut sitzt. Meines Erachtens nach tut er dies. Ja. Gehen wir wieder zurück auf die 70%, denn jetzt wird das erste Mal hier in unserer Maske gemahlen und gepinselt. Leute, ab jetzt geht's los, ab ja, jetzt wird gekompost, sagt man das so? Nee, ich gehe doch ein bisschen weiter runter. Ich habe nämlich hier diesen Fühler, dieses Auge, ich glaube, es ist ein Auge, bitte, wenn ihr Biologen seid, schlagt mich nicht, wenn es kein Auge ist, aber ich möchte dieses Auge hier freistellen, das heißt, es soll irgendwann mal aus meinem Helm rauskommen. Klar, diese Schnecke muss irgendwo ein Loch im Helm haben, wo eben das rauskommt. Und deswegen gehe ich jetzt auf schwarze Vordergrundfarbe und male hier genau diesen Fühler nach. Wenn ich ein bisschen drüber ausmale, ist das nicht tragisch. Ich kann das später mit einer weißen Vordergrundfarbe wieder rückgängig machen. Schalte jetzt die Deckkraft ein bisschen stärker ein, dass man sieht, aha, okay, beim Helm müssen wir aufpassen. Da kommt dann irgendwann mal noch. So, Moment, hier war es raus. Ja, okay, vielleicht machen wir es. So. Und hier machen wir eine runde Stelle, oder eine ellipsenförmige Stelle, wo eben dieser Fühler hier dann rauskommt. Mal auf 100% rausgezoomt. Ja, das könnte funktionieren. Ich mache das hier jetzt relativ schnell und ihr seht, ich habe nichts vorbereitet. Das heißt, nehmt es mir nicht krumm, wenn ich manchmal etwas nicht hundertprozentig genauso mache, wie ich es vorher auf dem ursprünglichen Bild gezeigt habe. Aber ihr werdet sehen, wir werden auch so zu einem ganz passablen Ergebnis kommen. Okay, die Innenseite dieses Helms wird nicht mehr benötigt. Die kann man hier jetzt schön wegretuschieren. Und auch hier wäre es mit verschiedensten Möglichkeiten machbar, eben diesen Helm hier freizustellen. Das heißt, ich mache das jetzt hier mit meinem Zeichenstiftwerkzeug, fahre die Rundungen schön nach und bekomme somit eine äußerst gute Freistellung, die eben schön rund und natürlich wirkt. So, hier geht es runter. Ah, den letzten habe ich falsch gemacht. Gehen wir noch ein, zwei Ankerpunkte zurück. Hier rein. Ah, ich brauche kein Update momentan. Gut, dann wird die Rundung hier geschlossen, rechte Maustaste rein, Auswahl erstellen, 0,3 Pixel und genau dieser Bereich wird jetzt eben hier gefüllt. Und ich sehe, ah, falsch gedacht, Herr Schweighofer, hier wurde noch was falsch gemacht. Dieser Bereich hier muss natürlich noch sichtbar sein, hier sieht man noch die Innenseite des Helms. Okay, ja, Speedy hat langsam einen Helm auf, sehr, sehr gut. Gut. Was kommt als nächstes? Wenn wir composen, müssen wir immer der Tatsache ins Auge sehen, dass neues Material, das wir einbauen, auch neue Lichtverhältnisse gibt, beziehungsweise neue Schatten. Und in unserem Fall benötigt unsere Schnecke natürlich einen Schatten, denn hier hat sie noch keinen Helm auf, aber die Fühler werfen auch eine Art leichten Schatten, zum Beispiel auf den Kopf. In diesem Fall hier haben wir jetzt den Helm aufgesetzt, der innen noch etwas beleuchtet ist, das müssen wir auch noch ändern. Und dieser Helm sollte natürlich auch eine Art Schatten auf unseren Kopf werfen. Deswegen gehen wir zurück in den Hintergrund, duplizieren den einfach mal, falls wir die Schnecke noch verändern wollen, nehmen eine Tonwerkkorrektur und ziehen diese Tonwerkkorrektur hier einfach mal ins Dunkle. Das heißt, ich nehme den Weißbereich, ziehe ihn ins Dunkel und ziehe vor allem auch die Mitteltöne noch ein bisschen nach rechts. Gut, damit hat sich unser ganzes Bild verändert, möchte ich natürlich nicht Command oder Steuerung I drücken und unsere Maske wird schwarz. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, mit einem Pinsel, den ihr mit dem Shortcut B aufrufen könnt, kann ich jetzt hier eine Lichtkante oder eine Schattenkante zumindest hier unten reinmachen. Warum habe ich jetzt Lichtkante gesagt? Ja, wahrscheinlich werdet ihr auch feststellen, wenn ich die Tonwerkkorrektur womöglich jetzt nicht ins Dunkle, sondern ins Helle reingezogen hätte, hätte ich genau das Gegenteilige erzielt, und zwar hätte ich keinen Schatten, sondern eine Lichtquelle gemacht. Und damit kann ich eben auch Licht einbauen. Das heißt, Tonwerkkorrekturen sind in unserem Fall äußerst brillant für diese Art von Retusche, weil sie eben hier sehr leicht zwei Objekte verbinden. Mal rausgezoomt. Ich sehe, okay, der Schatten ist zu dunkel. Warum sehe ich das? Nun, ich versuche mich an anderen Schatten hier an der Schnecke zu orientieren. Und dieser Schattenwurf, ja, der ist einfach noch ein bisschen zu gesättigt. Wahrscheinlich sind es die Mitteltöne,
die ich hier zu viel nach oben gezogen habe. Ich würde es mal so belassen. Dann die Frage, wo liegt hier überhaupt die Lichtquelle bei unserer Schnecke? Man sieht hier ein paar kleine Highlights drinnen. Ich würde mal sagen, von oben hier kam das Licht und bei unserem Helm kam es wahrscheinlich eher von vorne. Wir haben hier eine Lichtkante und vor allem hier in der Mitte einen großen Spot, der jetzt unter Umständen noch ein bisschen gedunkelt werden muss. Und vor allem sollte ja auch unser Fühler hier einen weiteren Schattenwurf auf den Helm bekommen. Deswegen werden wir jetzt über den Helm gehen, noch eine Tonwertkorrektur anlegen, ebenfalls hier die Tonwertkorrektur in den Weißtöner nach unten ziehen und zum ersten Mal setzen wir hier diesen Haken. Das heißt, dieser Haken, hier schaut mal auf den Helm, der agiert jetzt momentan nur noch auf diese Helmebene, die ich euch jetzt gerade mal kurz beschrifte. Na. Helm, so schreibt man es. Voll nervös, der Schweighofer. Baut immer Scheiße. Okay, Command I gedrückt. Jetzt habt ihr den Helm wieder so, wie er vorher war, unter der Maske etwas versteckt. Und jetzt kann ich mit einem weichen Pinsel hier eben dunkle Bereiche noch einfügen und somit Licht- und Schattenverhältnisse ein wenig anpassen. Ich werde hier zum Beispiel den Schattenwurf ein wenig einmalen und die Highlights hier ein bisschen abdunkeln. Wichtig, achtet darauf, hier auf der linken Seite, ich schalte die ganze Zeit zwischen weißer und schwarzer Pinselspitze um, weil wenn ich mich vermalen habe, klicke ich einfach auf weiß und male diese Sache wieder zurück. Das heißt, hier oben zum Beispiel, ich male aus Versehen was Schwarzes, also etwas Dunkles ein, klicke einfach auf X und gehe dann wieder zurück. Unsere Speedy benötigt hier am Rand dieses Freistellers hier noch eine leichte Schattenkante. Auch hier muss nochmal eine Tonwertkorrektur eingezogen werden. Die ziehe ich relativ ins Dunkle rein, ein bisschen mehr als sonst die ganzen Sachen. Invertiere das Ganze und male jetzt hier einfach nur mit weißer Vordergrundfarbe noch eine Kante ein. Leute, wenn das zu schnell geht, kein Stress, schaut euch das Video einfach nochmal an. Wir haben es euch ebenfalls kostenlos zur Verfügung gestellt, dass ihr es eben Schritt für Schritt erlernt, wie ich diese Sachen mache. Und natürlich versuche ich es schnell zu machen. Und vor allem habe ich den Vorteil, ich habe das Bild ja schon mal gemacht. Das heißt, ich weiß schon, welche Probleme auf mich zukommen. Und ja, macht es einfach Schritt für Schritt. Nehmt euch den Helm, versucht ihn so lange anzupassen, bis er passt. Und setzt dann einfach Step by Step eure Schatten rein, eure Lichtkanten rein. Und versucht das Bild einfach perfekt zu machen. So, apropos perfekt. Was haben wir jetzt? Hier haben wir die Helmkante, hier haben wir den Helmschatten. Diese ganzen Objekte hier werden mit gedrückter Shift-Taste und Command oder Steuerung G in eine Gruppe verfasst, die wir Helm nennen. Ich kann diese Gruppe auch noch mit rechter Maustaste hier in den Modus Grau setzen. Das heißt, momentan ist diese Ebene einfach nur grau beschriftet, dass ich sie später einfach wiederfinde. Der Fuchsschwanz. Schauen wir mal, was haben wir sonst noch? Lassen uns, wir machen es hier weiter. Genau. Ich nehme mir hier mit einer Auswahl diesen Bereich hier. Ich möchte diese Rakete jetzt nutzen. Command J oder Steuerung J dupliziert mir diese Rakete und ich ziehe mir diese Rakete in unser Bild rein. Nochmal Command T, rechte Maustaste rein, horizontal spiegeln und dann ziehen wir die auch gleich ein bisschen zurück. Wenn ihr jetzt auf Bestätigen klickt und ihr habt das Teil zu klein, geht nochmal ins Transformieren rein, macht es größer, verpixelt ihr das langsam. Das heißt, bevor ihr jetzt hier bestätigt, seid euch sicher, wie die Position sein soll und vor allem, wie die Größe dieser Rakete sein soll. Ich würde mal sagen, ungefähr so sieht das mal ganz gut aus. Vielleicht ein bisschen größer. So, jetzt kann bestätigt werden, die Deckkraft wird wieder nach oben gezogen und ja, ihr ahnt es schon, das gleiche Prozedere wie immer, es muss wieder freigestellt werden. Ich mache das wiederum hier mit meinem Zeichenstiftwerkzeug. Mit dem bin ich einfach relativ schnell. Warum wird dieses Bild jetzt mit einem Zeichenstiftwerkzeug freigestellt? Weil es eben sich nicht zu 100% vor Weiß befindet, sondern leider Gottes auch diesen Herr noch drauf hat, den ich ja für mein Composing gar nicht brauche. Aber die Formen selbst sind so angenehm zum Freistellen, dass man hier einfach sehr schnelle Ergebnisse erzielt, wenn man mit dem Zeichenstiftwerkzeug mal die Rundung fährt.
So, nach hinten hin wird noch aufgezogen. Und hier nach außen lasse ich mir noch ein bisschen Zeit. Schauen wir mal, vielleicht kann ich den Rauch ja schon nutzen und muss keinen separaten einbauen. Auswahl freistellen, das Ganze wird in eine Maske gesetzt. Und wir schauen uns das ganze Bild mal an. Ja, wir werden nicht drum rumkommen, dass wir hier hinten auch noch schön freistellen. Probieren wir es mit einer anderen Technik, wie zum Beispiel dem Schnellauswahlwerkzeug, das ihr unter dem Zauberstab findet. Vielleicht gibt es hier schon eine recht gute Möglichkeit. Wenn wir eine scharfe Kante haben, funktioniert das sehr gut. Ja, kriegen wir. Äußerst gut sogar. Well done! So, alles freigestellt. Schauen wir, ob wir schlimme Artefakte drinnen haben. Nicht wirklich. Wir haben nur hier ein paar Stellen, die noch nicht perfekt sind. Und ihr seht schon, auch ich bin teilweise mit Freistellern zufrieden, die gar nicht so hundertprozentig schön sind. Klar, man könnte sich jetzt hinsetzen und das in stundenlanger Arbeit fein ausarbeiten, aber meistens verdecken gerade beim Composing noch weitere Elemente, die später eingebaut werden, hier diese Bereiche. Und gerade hier am Schluss dieser Düse oder dieser Rakete wird am Schluss Rauch rauskommen und dann wird dieser Bereich hier definitiv etwas unscharf liegen oder vielleicht nicht perfekt, ja, hier im Bildkomposition erkennbar sein. Das heißt, ich kann hier etwas schummeln und muss nicht auf hundertprozentige Details achten. So, aber dennoch hundertprozentige Details gibt es, indem ich mir hier in der Schnecke einfach mal einen Bereich auswähle. Den dupliziere ich mir, setze diese Ebene über meine Rakete, ja, lege diese Ebene hier drüber, weil unsere Rakete ist ein spiegelndes Objekt. Warum sollte sich nicht auch unsere Schnecke darin spiegeln? Eine vertikale Spiegelung muss hier darauf gezogen werden. Jetzt wird das Ganze bestätigt. Und jetzt können wir hier diesen Bereich hier mit gedrückter Alt-Taste, wenn wir die zwei Ebenen hier überstreichen, so, kann ich momentan diese Schnecke hier genau drauflegen. Nun könntet ihr entweder mit einer geringen Deckkraft arbeiten, dass wir einfach nur die leichte Spiegelung hier sehen, oder ihr arbeitet in einem der verschiedenen Mischmodis, wie zum Beispiel weiches Licht oder ineinander kopieren, negativ multiplizieren. Da kann man einiges machen. Ich denke, dass ineinander kopieren bzw. weiches Licht hier schon ein recht gutes Ergebnis gibt. Ja, tut es auch. Ich gehe nur mit der Deckkraft ein bisschen runter. Es soll jetzt nicht eine äußerst starke Struktur sein, aber ein spiegelndes Objekt wird natürlich auch andere Objekte aus dem Bild hier aufnehmen. Das heißt aber auch, wenn ihr hier jetzt weitere Elemente einbaut, sollten sie sich unter Umständen auch in dieser Rundung hier spiegeln. Das zum Thema Composen und zum Thema Aufpassen. Ich setze dieser Spiegelung noch eine schwarze Maske hinzu, nehme jetzt meinen Pinsel und mal diese Spiegelung nur oben drauf. Warum nur oben? Nun, diese Schnecke hier wird in der Mitte keine Spiegelung auf unsere glänzende Stelle hier geben, aber definitiv von oben. So in die Richtung. Unten kann dasselbe auch wieder gemacht werden, aber nicht extrem. Das war fast zu viel. Fakt ist nur, wenn etwas da ist, das sich drinnen spiegelt, wird schlussendlich kaum einer mehr fragen, war das richtig, war das falsch. Okay, als nächstes gehen wir nochmal in die Rakete. Nehmen eine weitere Tonwerkkorrektur und werden diese Rakete einfach mal abdunkeln. So, das Ganze wird mit Command-I wieder invertiert und ihr seht auch jetzt schon, es wiederholt sich einiges. Ja? Es werden ständig neue Schritte hinzugefügt, die sich aber gerade bei anderen Sachen schon mal wiederholt haben oder sie wiederholen sich einfach nochmal. Ich versuche einfach nur eine schöne Anpassung der einzelnen Objekte hier zu gestalten. Und das funktioniert einfach, indem ich Licht und Schatten neu hinzufüge, wieder ein bisschen wegnehme und einfach so zu einem guten Composing komme. So, die Spiegelung wird noch ein bisschen runtergenommen. Auch wenn es nicht viel ist. Ein bisschen was macht es doch her. So, dann bekommt unsere Rakete unterhalb der Rakete eine Tonwerkkorrektur. Und diese Tonwerkkorrektur, die hätten wir eigentlich schon beim Helm gehabt. Lasst uns mal schauen. Wir haben hier im Helm nämlich auf unsere Schnecke diesen Schatten hier gemacht. Genau. Da
Das heißt, wir haben schon einen Schatten uns erstellt, der auf der Ebene Schnecke liegt, und zwar nur auf der Ebene Schnecke. Nur auf der Ebene Schlecke. Das heißt, warum nehmen wir nicht diesen Schatten her und nehmen ihn als Hauptschatten her und bauen einfach rundherum unsere Objekte ein und lassen den Schatten hier drauf wirken. Jetzt sehe ich schon, okay, der Schatten in diesem Bereich ist etwas zu stark. Vielleicht mit der Deckkraft noch ein bisschen runter. Helm fertig, Rakete fertig. Rakete bekommt aber noch eine Ebene mit Rauch. Ich beschrifte immer alles sehr fleißig. Das mache ich wirklich nicht nur für dieses Tutorial. Warum mache ich das? Weil einfach hier kommen jetzt mindestens noch 20 Ebenen hinzu. Und wenn ich irgendwo mal was falsch habe oder etwas nicht in Gruppen gelegt habe, kenne ich mich einfach nicht mehr aus. Genau, das geht's. Wenn ihr ein fotografisches Gedächtnis habt, ja, dann könnt ihr das natürlich auch ohne diese Technik machen. Ich rate es aber, auch wenn es nur hin und wieder mal ist, etwas zu beschriften. Es macht Sinn. So, ich habe eine Pinselspitze hier, die relativ gut Nebel und Rauch simuliert. Ja, schauen wir mal, gibt es vielleicht noch eine andere Pinselspitze, die das besser macht. Das Problem bei Pinselspitzen ist immer, man hat meistens viel zu viele. Und die kann man noch nicht wirklich gut katalogisieren. Hier haben wir einen coolen Rauch. Sehr gut. Okay. Unser Düsenantrieb hier wird etwas rauchig gemacht. So. Ja, gut. Dieser Rauch passt jetzt schon auf Anhieb. Meines Erachtens nach, er muss ein bisschen weich gezeichnet werden. Über die Weichzeichnungsgalerie rein in einen Gausschen Weichzeichner. Und hier wird ein bisschen weich gezeichnet. Und um Geschwindigkeit zu simulieren, über Filter, Weichzeichnungsfilter, Bewegungsunschärfe. Genau, da können wir dem Rauch nochmal ein wenig Schwung geben, aber bloß nicht so viel. Ich mache das nur minimal hier. Ich möchte auch gar kein Smart-Objekt hier anwenden, sondern das reicht mir auch schon. Rauch, perfekt. Der wird noch ein wenig rausgezogen. Dann bekommt der Rauch eine Maske. Und mit demselben Rauchpinsel, mit dem ich hier jetzt den Rauch vorher angemalt habe, werde ich ihn auch wieder ein bisschen rausnehmen, damit eben der Rauch nach hinten hin ein wenig, ja, pulverisiert wird. Gut. Als Fleißaufgabe, Leute, könnt ihr hier auch noch Funken rausmachen, vielleicht ein bisschen Feuer, so eine Turbine raus oder so Turbinenfunken raus. Also ja, wie gesagt, da kann man sehr, sehr kreativ sein. Okay, was fehlt uns noch? Den Fuchsschwanz. Und den Fuchsschwanz möchte ich mit einer besonderen Technik hier machen. Erstens mal möchte ich noch ganz kurz die Rakete hier noch reinmachen. Die Rakete ist in unserem Fall rot und der Fuchsschwanz bekommt jetzt, der Fuchsschwanz bekommt jetzt eine neue leere Ebene. Und auf dieser neuen leeren Ebene müssen wir hier mit dem Zeichenstiftwerkzeug etwas machen. Vorab aber bereitet euch eine Pinselspitze vor. Und zwar nehmt eine der Pinselspitzen von ganz oben, die zweite, geht auf eine Größe von ungefähr, hier haben wir die Größe, mal schauen, oh, das ist zu viel, ich denke mal so 12, 13 Pixel wären cool. Machen wir 10 Pixel, so, war mir nicht ganz sicher. Ja, perfekt, 11 Pixel waren es, perfekt. Geht mit der Deckkraft auf 100%, schaut mal ganz kurz, ja. Und jetzt bauen wir uns eine Antenne. Warum bereiten wir hier diese Pinselspitze schon vor? Zeige ich euch gleich. Wir benötigen jetzt mal das Zeichenstiftwerkzeug. Und wo kommt die Antenne raus? Ich würde mal sagen, hier, ganz passend. Jetzt nehmt hier einen Punkt, haltet die Maus gedrückt und zieht so eine Linie auf. Jetzt geht hier in die Pfade, solltet ihr die Pfade hier nicht sehen, findet ihr die über Fenster. Hier sind die Pfade. Und dann habt ihr diesen Pfad hier. Bitte den Pfad nicht schließen. Lasst ihn einfach so stehen. Rechte Maustaste hier reingeklickt. Und jetzt kann man Pfadkontur füllen. Nicht die Fläche füllen, sondern die Pfadkontur füllen. Zack. Und jetzt fragt er uns schon, ey, wollt ihr mit dem Pinsel, mit dem Buntstift, Radiergummi arbeiten? Nein, wir haben uns den Pinsel vorbereitet, den wir jetzt nicht mehr einstellen können. Das heißt, vorher einstellen, nachher passt es perfekt. Keine Drucksimulation. Das Ganze wird auf OK gestellt. Und ihr seht, dieser Pfad wurde von diesem Punkt zu diesem Punkt eben mit unserem Pinsel, den wir vorher vorbereitet haben, hier ausgebessert. Geht nochmal rein, einmal die Backspace-Taste drücken, nochmal die Backspace-Taste drücken und ihr habt alle Punkte wieder gelöscht und habt jetzt eben dieses Objekt hier,
das ihr perfekt nochmal in Szene setzen könnt. Ich ziehe das noch so ein bisschen nach hinten. Schauen wir ganz kurz. Wunderbar. Dann sollte unsere neue Antennenstange hier noch ein wenig modifiziert werden. Ich möchte die rund haben. Und es ist ganz einfach, zweidimensionale Sachen in Photoshop dreidimensional zu bekommen, indem ihr einfach in den blauen Bereich eurer Maske hier klickt. Klickt da mal rein und geht mal auf abgeflachte Kanten und Relief. So, meine Grundeinstellungen, ihr seht es jetzt momentan hier, sind so, dass die Deckkraft von Weiß auf 50% im Negativ multiplizieren liegt. Zieht die hier mal ein bisschen höher, nicht zu hoch, ein bisschen höher nur, ja. Und ihr seht, ich bekomme hier eine leichte Kante. Dann könnte man hier noch die Rundung dieser Kante ändern, je nachdem, wie sie passend ist. Schauen wir mal ganz kurz. Ja, in unserem Fall diese Rundung hier. Und dann stellt sich die Frage, wollen wir den Tiefenmodus nicht vielleicht ein bisschen hellgrauer machen? Das funktioniert mit negativ multiplizieren oder mit multiplizieren nicht. Hier gehe ich auf normal und dann sehe ich schon, okay, meine Stange wird langsam rund. Sie wird langsam verchromt, sagen wir es einfach mal so. Die Deckkraft ziehe ich ein bisschen runter. Es geht da primär einfach nur darum, dass unsere Stange auf einer Seite eine Lichtkante hat, auf der anderen Seite eine Schattenkante. So, wieder raus aus dem Bild. Und somit kann man eben zweidimensionale Sachen dreidimensional machen. Jetzt mit einem Radiergummi hier unten noch ein bisschen eingepasst. Okay, und jetzt kommt endlich der Fuchsschwanz rauf. Und der Fuchsschwanz, tja, wie soll man den freistellen? Probieren wir es doch nochmal über Auswahl, Fokusbereich. Könnte es unter Umständen ein gutes Ergebnis geben? Der Vorteil auch hier wiederum, ein bewegtes Objekt muss nicht perfekt freigestellt sein. Und vor allem arbeiten wir ja bei der Schnecke auch auf weißen Bereichen. Das heißt, man hat gar nichts ausgewählt zum Beispiel. Schauen wir mal. Warum er mir nichts zeigt, das ist so die Frage. Diesen Bereich hier möchte ich haben. Ja, er mag einfach nicht. Dieser Bereich ist ihm kein sympathischer Bereich. Photoshop hat beschlossen, Fuchsschwänze werden nicht freigestellt von ihm. So, aber ich brauche das einfach so grob. Jetzt gehe ich auf Kanten verbessern. Haha. Nochmal. Ich invertiere mir meine Auswahl. Ich habe nämlich die falsche Auswahl gemacht. Ich habe die innere Auswahl genommen. Wenn ihr das jetzt so habt, ganz egal, klickt einfach in die Maske rein und geht hier auf die Maskenkante. Und jetzt könnt ihr diese Maskenkante verbessern. Und ich werde mir hier diesen Fuchsschwanz einfach mal so grob ausschneiden. Ja, perfekt. Mit einer gewissen Unschärfe kann das perfekt werden hier. Schauen wir noch ganz kurz die Kontraste ein bisschen runter. Weiche Kante ganz leicht drauf. So möchte ich ihn. Voilà, Fuchsschwanz, perfekt reingezogen in unser Bild. Der ist noch mächtig groß. Das Originalbild wird geschlossen. Wir haben hier auch noch irgendwo, genau, dieses Originalbild benötigen wir auch nicht mehr. Da haben wir noch unsere Uhr. Okay. Lieber Fuchsschwanz, du musst mal nach hinten wehen und kleiner werden. Dann wird er über unsere Stange gesetzt. Und da sitzt er eigentlich schon ganz gut. Rechte Maustaste ins Bild in ein Smart Object konvertieren, damit meine Datei oder meine Filter, die ich jetzt anlege, eben nochmal nachgearbeitet werden können. Und über Filter gehe ich in die Weichzeichnungsgalerie Bewegungsunschärfe und ziehe mir hier etwas im schiefen Rahmen noch eine Weichzeichnung rein. So eine Bewegungsunschärfe. Und man sieht, durch diesen Rechtsklick in den Smart Filter bekomme ich jetzt eine Bewegungsunschärfe mit einer Maske. Was äußerst gut ist, weil ich kann jetzt in die Maske reingehen, mit einem Pinsel hier den Ansatzbereich noch so original wie vorher machen und bekomme somit den Eindruck, als würde der Fuchsschwanz nur in diesem Bereich hier wedeln. Der andere Bereich, der bleibt wieder so, wie er ist. Okay, gut. Command G. Der Fuchsschwanz war das. Rechte Maustaste machen wir orange. Was fehlt noch in unserem Bild? Ja, es fehlt noch ein bisschen was. Es fehlt zum Beispiel noch diese coole Uhr. Diese Uhr werde ich jetzt mal mit dem Zauberstab freistellen. Und zwar gehe ich auf die andere Seite, benachbarte aus. So. Gehe auf diese Seite des Bildes in den Weißbereich. Klicke einmal mit dem Häkchen benachbart rein
und drücke jetzt die Shift-Taste, um noch weitere Objekte hinzuzufügen oder weitere Teile des Bildes hinzuzufügen. Ich kann zum Beispiel auch hier den Schatten äußerst gut hier rausholen und wegmachen. Ja, das war zu viel, Command Z. So, und hier haben wir jetzt ein paar Einschlüsse drin und hier haben wir einen Einschluss drin und hier unten passt es auch noch nicht. Das mache ich einfach alles mit dem Lasso-Werkzeug. Und jetzt muss ich sagen, diese Bereiche hier, die wurden ja hinzugefügt. Das heißt, ich brauche ein Minuszeichen bei meinem Lasso-Werkzeug. Das bekomme ich mit Alt. Und jetzt kann ich hier reinmalen und die Stelle eben aussparen. Genau das gleiche wird hier gemacht. Und hier unten muss ich ein Pluszeichen haben und die Rundung schön machen. Optimal. Gibt es sonst noch eine Stelle, die nicht wirklich passt? Nee. Jetzt wird es spannend. Wir haben momentan eine Auswahl um unser Bild herum. Ich möchte dieses Bild maskieren. Würde ich jetzt nur auf die Maske klicken, bekomme ich genau das Ergebnis, dass ich eben nur die Auswahl hier, unseren Weißbereich hier freistelle. Möchte ich das anders, drücke ich einfach nur die Alt-Taste und klicke jetzt in die Maske und voilà, ich bekomme das Innere dieser Auswahl, das ich ja eben freigestellt haben möchte. Das heißt, wenn ihr so etwas macht, einfach Command Z drücken, wenn ihr diesen Fehler macht, geht wieder zurück und alles passt. Rein ins Bild, großes Bild ist das, ja. Command T, jetzt wird die Uhr hier zurechtgelegt und die lege ich mir so nach hinten, ungefähr in diesem Bereich hier. Ja, die machen wir ein bisschen größer. Im Originalbild habe ich sie, glaube ich, ein wenig kleiner gemacht. Ich habe jetzt hier Mut zur Größe und setze einfach mal in die Größe rein. Dann, wie gehabt, wenn wir eine Maske haben, wo eben so ein Bild ausgespart wurde oder ausgebessert wurde, dann nehmen wir hier nochmal den Kübel, klicken hier einfach mal rein und beschließen, dass somit die Maske perfekt ist. Als nächstes benötige ich eine leere Ebene. Und wir haben hier am Anfang schon mal mit einem Pinsel gearbeitet und diese Technik wird jetzt mit einer kleinen Kette gemacht. Dieser Kettenpinsel, der sieht wie folgt aus. Und zwar habe ich den, ich glaube, den habe ich von FX Ray von Domshi Shop bekommen. Hier. Beziehungsweise hat er auf seiner Seite auch welche. Er hat normale, beziehungsweise auch solche, die im Endeffekt dann so aussehen. Machen wir das Ganze mal mit 100% Deckkraft. Ihr seht, er hat da eine leichte Lichtkante drinnen und eine Schattenkante, die man perfekt verbessern kann. Ja, äußerst cool. Das heißt, wir brauchen jetzt mal eine Kette, die hier so fliegt. Wow, die hätte ich jetzt fast schon Freihand gemalen. Leute, erlaubt es mir, dass ich sie Freihand malen darf? Ich mache sie noch ein bisschen größer. Und zwar deshalb, weil das funktioniert. Ja, das geht. Ich habe das beim ersten Bild, also beim Originalbild, genauso gemacht wie mit der Antenne. Das heißt, ich habe mir hier eine schöne Rundung aufgezogen mit meinem Zeichenstiftwerkzeug, bin in die Pfade gegangen, habe eben meinen Pinsel schon vorbereitet gehabt. Aber jetzt sieht es aus, als würde das so schon auch gut passen. Okay, wir nehmen es. Ich würde sagen, sieht cool aus. Schauen wir aber nur hier am Ansatz, ob wir hier die Kette noch rund umschwingen oder nicht. Wäre logisch. Ja, so in die Richtung machen wir das. Und hier unten lassen wir sie nach hinten verschwinden, dann haben wir kein Problem. Als nächstes eine Maske, wieder einen Pinsel. Diesmal darf der ohne weiteres eine härtere Kante haben. Und mit schwarzer Vordergrundfarbe verstecken wir hier die Kette da dahinter. So. Warum mache ich das? Nun, weil keiner fragen wird, wo wird die Kette da hinten befestigt. Jeder akzeptiert einfach, okay, die hängt da hinten dran. Dann möchte ich meine Kette hinter meinem Kabel hier haben oder hinter meiner Antenne. Und da haben wir beim Fuchsschwanz die Antenne und die kann ich mit gedrückter Command- oder Steuerung-Taste hier in meiner Ebene auswählen. Gehe wieder zurück in meine Kettenmaske und retuschiere das einfach hier raus. Das heißt, wenn ihr irgendetwas freigestellt habt, klickt einfach einmal mit Command in diesen Bereich hinein und ihr bekommt wie bei meiner Uhr jetzt zum Beispiel eine Auswahl. So, dann hier hinten wird noch unsere Uhr, ich habe es gerade vorher erwähnt, mit der gleichen Technik freigestellt. Das heißt, jetzt wirkt es so, als würde diese Kette hier rundherum gehen. Um etwas Zeit zu sparen, sage ich euch jetzt einfach, was ihr zu tun habt. Ich werde es nicht machen. Diese Kette müsste sich in unserer Uhr hierinnen spiegeln. Das heißt, genau in dem Bereich, wo sie hier rumgeht, müsste noch ein Schatten reinkommen. Ihr könnt das entweder so machen, ihr dupliziert diese Kette,
geht auf Command T, versetzt sie hier ein bisschen, setzt die Deckkraft runter und retuschiert diesen ganzen Bereich weg. Oder ihr malt das Ganze wie gehabt mit einer Tonwerkkorrektur. Ich sehe jetzt aber gerade, dass eine normale Ebene einfach mit der Deckkraft von ungefähr 40% hier ein wesentlich besseres oder sagen wir so schnelleres Ergebnis erzielt. Und ja, passt auch ganz gut. Die Originalkette könnte noch eine abgeflachte Kante haben, beziehungsweise eine abgeflachte Kontur. Das mache ich auch. Ich nehme hier nur die Deckkraft ein bisschen runter, dass sie schön dreidimensional aussieht. Puh, ja, wir kommen langsam, aber sicher dorthin, wo wir hinwollen. Jetzt kommt wohl das schwierigste Objekt und das habe ich mich jetzt, ich habe mich ein bisschen gedrückt vor diesem Objekt. Moment, die Uhr fällt hier noch, die wird jetzt noch reingemacht. Das nächste Objekt ist der Gürtel und zwar muss es in irgendeiner Form eine Möglichkeit geben, dass ich eben hier diese Rakete, an der befestigt ist. Ja, ich könnte hier zwar einfach nur zwei Schrauben reinmachen und somit meint jeder, okay, die ist eh angeschraubt. Oder ihr nehmt euch dieses Gürtelbild. Und beim Gürtelbild, ja, ist es so, er muss perfekt freigestellt werden. Und auch da kommen wir wieder nicht rum, weil es kein Freisteller ist, der eben vor einem, Entschuldigung, mein Hund hat gerade neben mir so derartig gepupst, dass mir fast die Luft wegbleibt. Passt jetzt zwar nicht gerade in das Tutorial rein, aber Leute, ich bin auch nur ein Mensch und er ist auch nur ein Hund. Ja, leider ist es gerade so. So, dieses Objekt ist deshalb freizustellen, schwer freizustellen, weil man bei dicken Luftverhältnissen im Büro Schwierigkeiten hat mit dem Konzentrieren. Wird einfach wieder freigestellt mit dem Zeichenstiftwerkzeug. Geht eh relativ schnell. All jene, die das Zeichenstiftwerkzeug hassen, viel Spaß. Ihr könnt das auch mit dem Freistellungswerkzeug probieren. Ihr werdet nur jämmerlich versagen. So. Ich mache das jetzt schnell. Sage okay. Auswahl erstellen. 3 Pixel sind okay. Und ich dupliziere mir das mal raus. Schau mal an, wie das aussieht. Ja, es sieht doch schon mal ganz gut aus. Muss diesen Bereich hier erinnern natürlich auch noch durchziehen. So. Für dieses Tutorial wird es wahrscheinlich nicht der schönste Freisteller. Aber so können wir schon arbeiten. Dann haben wir noch hier in der Mitte, Gott, der Stuhl knarzt bei mir. Ich hoffe, ihr hört das nicht so extrem. So, hier in der Mitte haben wir noch das Loch der Gürtelschnalle. Und jetzt nehmen wir den Gürtel, ziehen ihn rein und somit haben wir auch unser letztes Objekt dann schon im Bild drinnen. Aber wie gesagt, es wird eines der schwierigsten Objekte sein, weil wir nämlich nicht nur diese Gürtelschnalle hier haben, sondern eben auch noch den Riemen, der sich hier um unsere Schnecke hier rumschlängelt. Aber positionieren wir doch erstmal die Gürtelschnalle. Die passt perspektivisch nicht hundertprozentig, ich weiß. Ja, aber wir reden hier immer von einem Composing, wo eine Schnecke eine Rakete umgeschnallt hat. Euch würde niemand abkaufen, dass das Bild original 1:1 so fotografiert wurde. Soll jetzt nicht heißen, dass man dadurch ja, schlampiger arbeiten kann, aber es entschuldigt ein bisschen was. Ich schiebe mit Transformieren meinen Gürtel ein bisschen zurecht, dass diese Rundung des Leders auch so wirken würde, als könnte sie sich um diese Rakete rumschlängeln. So, dann benötigt der Gürtel wie sämtliche andere Objekte unter dem Gürtel und über dem Gürtel eine Tonwerkkorrektur. Starten wir mit dem unteren Gürtel. Auch hier wird einfach mal die Tonwerkkorrektur nach unten gezogen. Warum kann ich jetzt nicht hier diese Tonwerkkorrektur der Schnecke nehmen, wo wir auch Helm und Rakete angepasst haben? Nun, ich muss auch die Rakete hier treffen, nicht nur eben hier die Schnecke. Und deswegen wird alles nochmal eingefärbt und dunkler gemacht. Die Maske mit Command-I, mit Command-I invertiert und jetzt mit einem Pinsel ausgemalt. Das ist eigentlich eh nur das Loch. Schaut mal ganz kurz, beziehungsweise die Stelle hier. Hier unten kann man auch noch ein wenig dunkler werden. Aber wenn ein Schatten mal dunkel ist, kann er nicht noch mal dunkler werden. Das heißt, zwei Schatten übereinander heißt nicht, die Schatten werden dunkler, sondern es bleibt immer ein Schatten. Gut, dann Tonwerkkorrektur mit versetzten Häkchen hier. Das heißt, mit diesem Häkchen hier eben auf unseren Gürtel. Und da achte ich jetzt nur in diesem Bereich, wo der Gürtel auch dunkler werden soll.
ziehe meine Tonwahlkorrektur hier ein wenig nach unten, invertiere sie mir wieder in der Maske und arbeite jetzt in diesem Bereich hier mit etwas Schwarz. So, oben darf sie glänzend sein, unten soll sie dunkel sein. Nehme diese ganze und benenne sie mit Schnalle, das heißt wieder zusammengeführt und jetzt kann ich eben anfangen, mir hier diesen Lederriemen zu bauen. Das gäbe jetzt, da gibt es verschiedene Techniken, entweder ihr seid fleißig und sucht auf Fotolia euch diese Gürtel, also einen Gürtel, der ausgestreckt ist, oder ihr macht es wie ich und zwar händisch. Ja, händisch. Geht zwischen Uhr und Schnalle, nehmt eine leere Ebene und nennt die Riemen. Der Riemen selbst wird erstellt, indem ihr euch mal eine farbige Auswahl nehmt. Und zwar nehmt ihr einfach einen Pinsel und klickt mal hier in die hellste Stelle unseres Gürtels rein. Ungefähr so, man sieht, das ist so ein Beige-Ton hier. Ein Aschgrau-Rot, ja, würde ich es mal nennen. Okay, dann rein in unseren Zeichenstift und fangt mal hinter dem Gürtel an, hier mal so eine Stelle aufzuziehen. Dann gehe ich hier oben radikal rundherum und ziehe das wieder so auf. Man sieht das jetzt hier im Bildcomposing oder auf der Bildschirmaufzeichnung nicht wirklich, aber ich habe versucht, einen Riemen zu machen, der einigermaßen gleich stark ist. So, habe ihn geschlossen, Auswahl erstellen, 3% und jetzt drücke ich die Alt- und die Shift-Taste und bekomme somit die Füllung dieser Auswahl hier. So. Riemen Nummer 1, soweit eigentlich fertig. Ich dupliziere mir diesen Riemen, bekomme so eine Riemenkopie, drücke Command T und nehme den Riemen nochmal horizontal gespiegelt, hier unten rein noch. Das wird eh nie perfekt wirken, aber schauen wir mal. Okay, ja, wird noch ein bisschen gedreht. Ich hätte den Riemen auch ganz durchmalen können, aber ich war faul, ich gebe es zu. Okay, der Riemen, der bekommt jetzt eine Maske, der obere, also Riemenkopie, schwarze Farbe. Und der Bereich oben, der wird hier nicht benötigt. Hier der Bereich hingegen schon. Und hier unten machen wir das Ganze so, dass der Riemen irgendwann mal unter das Schneckenhaus hier reingezogen wird. Passt denn hier an der Kante noch ein bisschen an, dass es sich so ein bisschen reinschlängelt. Jo, setzt den vielleicht noch ein wenig nach unten, ein bisschen nach rechts. Okay, ich kann diese zwei Riemen jetzt wieder zusammenfügen, indem ich Command oder Steuerung E drücke. Und somit liegt der Riemen jetzt eigentlich recht gut hier drauf. Dann muss der Riemen hier oben natürlich auch noch angepasst werden. Dazu brauche ich abermals eine Maske. Und ich werde hier das Schneckenhaus schön abrunden. Alles cool. So, die Auswahl. Mit Command hier in das Bild reinklicken, bekomme ich eine Auswahl. Aber ich bekomme die Auswahl hier oben auch noch mit. Wie kriege ich sowas weg? Kleiner Tipp am Rande. Rechte Maustaste in die Maske und auf Maske anwenden. Moment. Ebene Maske anwenden. Hier klingt es gut. Genau. Und jetzt haben wir die Ebene Maske quasi drinnen. Und wir können hier unseren Riemen jetzt weitermalen. Ich bin in meinem Pinsel drinnen, mache den ein bisschen größer, setze die Deckkraft des Pinsels, indem ich auf 5 drücke, auf 50%, gehe rein in eine dunklere Farbe meines Pinsels und fange jetzt hier an mit einer sehr, sehr weichen Pinselspitze meinen Riemen zu malen. Am Rande wird er ein bisschen dunkler sein, nach oben hin muss er heller sein. Genau, dann wird es ein weiterer dunkler Farbton hier. Und ich versuche das Ganze einfach, ja, optisch ganz nett zu machen. Sagen wir es mal so, hier oben wird es ein bisschen heller, aber auch nicht zu hell. Und deswegen stöhne ich bei so einer Arbeit, wenn ich etwas wirklich plastisch malen muss, selber zeichnen muss. Dann erfordert es immer ein bisschen Fingerspitzengefühl und meistens malt man zweimal, bevor man es richtig gemacht hat oder bevor es glaubwürdig ist. In unserem Fall sieht es jetzt ganz passabel aus. Als nächstes bin ich ein fauler Mensch, nehme mir einen Pinsel,
Entschuldigung, das ist ein Radiergummi. Setz den auf sehr hart und schauen wir mal an, wie groß in etwa die Löcher sind, die wir hier schon haben. Ja, die sind ungefähr 25 Pixel groß. Denn, um es glaubwürdig zu machen, dass dieser Riemen hier auch wirklich der Gürtel selber ist, klicken wir hier einmal rein und machen auch noch Gürtellöcher. Ungefähr in dem Abstand, wie sie auch hier auf unserem Originalgürtel schon drauf sind. Und hier noch einer, den oben, den erspare ich mir, beziehungsweise mache ich ihn in der Ellipse ein bisschen schmaler, weil er sich ja nach oben zieht. So, nicht perfekt getroffen. Warum mache ich das nicht in einer Maske? Nun, weil wir jetzt hier wieder Doppelklick in den Ebenenstil reinmachen und ich jetzt das erste Mal mit einer weiteren Technik arbeite, und zwar der Technik Schlagschatten. Die Technik Schlagschatten ermöglicht es mir, irgendwo in meinem Bild einen Schatten einzubauen, um eben dieses freigestellte Objekt. Und in unserem Fall wird der Schattenwurf hier von rechts ganz gut kommen sein. Das heißt, ich habe jetzt ungefähr auf 60%, nehme die Deckkraft des Schattens noch ein wenig runter. Und man sieht auch schon, der Schattenwurf geht auch durch diese kleinen Löcher hier durch. Das heißt, es wird so schon wesentlich plastischer. Abgeflachte Kanten und Relief in unserem Fall, ne. Aber wir können eine, Moment, wo haben wir es? Kontur? Nee, ist auch nicht gut. Der Schein nach innen. Ich bin da immer am Überlegen, was ich mache. Ich mache mal eine Musterüberlagerung, das ist mal cool. Eine Musterüberlagerung, weil das Leder ja auch ein bisschen strukturiert ist, geht hier auf das kleine Zahnrad, sagt Muster laden. Nein, Verzeihung, alle Muster laden gibt es hier. Vorgaben, Künstlerpapier, da, genau. Farbpapier, es ist das Naturmuster, was ich haben möchte. Anführen, ja, genau. Und hier bekomme ich jetzt Naturmuster, furchtbare Muster eigentlich, aber im Ebenenmodus weiches Licht zum Beispiel und die Deckkraft runtergesetzt, bekommt ihr dadurch eine so ja, fast ledige Struktur. Sieht cool aus. Gehen wir mal so raus aus dem Ganzen und ich sehe schon, ja, ich muss hier noch ein bisschen schummeln. Der sitzt mir noch nicht perfekt. Warum setze ich hier die Mitte, den Mittelpunkt meines Gürtels, meines Auswahl hier weg, damit ich ihn eben hier um diesen Ankerpunkt schwingen kann, meinen Riemen. Okay. Und so liegt er eigentlich ganz okay. Der Riemen selbst, der ist ein bisschen rötlicher, der ist ein bisschen grünlicher, bekommt jetzt noch eine Farbbalance, wo ich den hier noch ein bisschen ins lila-rötliche reinziehe. Und damit ist eigentlich die Composing-Geschichte durch. Riemen. Bisschen noch versetzen. Gut, Leute, um alle Bilder noch zusammenzufügen. Das ist das Einzige, was jetzt noch schlussendlich gemacht wird. Klar, ihr könnt hier noch die Uhr ein wenig unscharfer machen oder noch weitere Sachen einfügen. Ihr könnt hier eben diesen Speedy 25, diese Tafeln hier noch raufmalen. All das ist noch möglich, aber an und für sich seht ihr, es geht ziemlich leicht. Man muss diese ganzen Objekte hier, diese Werkzeuge beherrschen. Und das Freistellen sollte man einigermaßen gut geübt haben, aber es ist schnell und es ist eigentlich sehr einfach. Um schlussendlich alles noch zusammenzufügen, brauchen wir eine Farbstimmung über alles, weil jedes Objekt natürlich mit einem anderen Farbton aufgenommen wurde. Das erreiche ich mittlerweile mit der selektiven Farbkorrektur, aber nicht in den Rottönen, sondern eben in den Grautönen. Und hier wird mein Bild noch ein wenig eingefärbt, vielleicht ein bisschen in Ockertöne reingebracht. So, alles cool. Als nächstes eine Schwarz-Weiß-Ebene. Ich setze mein ganzes Bild in Schwarz-Weiß. Kontrolliere doch mal, ob es verschiedene Elemente gibt, die vielleicht zu schal sind oder mit zu wenig Kontraste. In unserem Fall sieht das ganz gut aus. Jetzt wird dieser Bereich hier im weichen Licht verarbeitet und dadurch bekommt unsere Schnecke wunderbar coole Kontraste, die wir vielleicht auch in den Rottönen hier noch ein bisschen nacharbeiten können. Und auch in den Gelbtönen werden sie noch ein bisschen ausgearbeitet. So, das war zu viel. Gut. Deckkraft ein wenig runter und dann kommt eigentlich das Finale und das mache ich mit Command-Alt-Shift-E oder Control-Alt-Shift-E, um alle Ebenen auf eine Ebene zusammenzubekommen. Und jetzt wird noch die Finalschärfung gemacht über Filter, Scharfzeichnungsfilter, rein in den Unscharf-Maskieren-Modus. Und der bekommt gerade bei solchen Objekten bei mir immer einen sehr, sehr hohen Schwellenwert. Ja, Schwellenwert ist hier ungefähr auf 27 und die Stärke selbst
in unserem Fall fast auf 114. Warum mache ich so viel? Damit bekomme ich eine Art Dodge and Burn. Dieser ganze Glanz hier unten, man sieht es, wenn ich das Ganze bestätige, der wird rausgeholt durch das Schärfen. Das heißt, das Schärfen setzt eben schwarze und weiße Flächen nochmal ein bisschen kontrastreicher raus. Dadurch bekommen wir eben diese Schärfung drinnen rein. Wir haben keine Hauttöne, die sich dadurch hässlich verändern. Gerade bei unserer Schnecke ist diese Haut eh ganz cool. Und somit habe ich eben eine, ja, schöne Schleimspur hier noch. Apropos Schleimspur, die muss fast noch eingebaut werden. Ja? Nur mal so als Tipp. Liebe Leute, solltet euch dieses Tutorial hier jetzt gut gefallen haben, schaut auf Fotolia, ja, die übrigens auch über Adobe erreichbar sind. Das heißt, man kann auch hier über die Adobe-Geschichte, über Photoshop rein in die Fotolia Stock-Fotos rein und kann sie so eins zu eins raussuchen. Beziehungsweise schaut auf meine Homepage www.schweighofer-art.com. Hier gibt es auch einen sogenannten Academy-Bereich mit Workshops und Tutorials. Ja, wenn ihr hier mal reingeht, gibt es zum Beispiel auch die Short-Tipps. Da bin ich sehr stolz drauf. Sehr, sehr viele YouTube-Videos, alles ganz kurze Beiträge, wie man eben schnell mit Photoshop arbeiten kann. Oder ihr geht überhaupt einfach nur in die Academy und sagt, ich möchte was lernen. Aber wie kann ich es finden? Ja, ich kann es zum Beispiel über die komplette Liste hier machen, wo ich die ganzen Workshops finde. Oder es gibt eben Bereiche für Profis, für Anfänger, ja, für Speed Trainings gibt es zum Beispiel auch eine große Menge. Ja, es gibt einfach verdammt viel. Ja, ich bin ziemlich durch. Ich bin sehr froh, ich konnte dieses Video in einem Stück durchnehmen, ohne mich großartig versprochen zu haben oder Probleme mit Photoshop zu haben. Ich hoffe, euch geht es auch so. Und ich freue mich auf ein weiteres Wiedersehen. Und dann sagt danke an Fotolia, dass sie so geile Stockfotos hier raushauen. Ich arbeite gern mit euch. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zusehen. Schweig over and out.